So, und zwar möchte ich noch mal ganz kurz was klarstellen, bevor das Video beginnt. Und zwar, ich habe im Video gesagt, dass das Ganze Uncut stattfinden wird. Ich werde wahrscheinlich doch ein bisschen rumcutten, allerdings wahrscheinlich nicht draußen halt, ja, ein bisschen was editen. Ich werde jetzt versuchen, meine Videos ein bisschen witziger zu gestalten. Ihr könnt mir mal schreiben, wie mir das jetzt bisher, wie mir das jetzt in den nächsten Videos gelingt, Verbesserungsvorschläge und, ja, würde ich sagen, labe ich nicht lange rum und ich würde sagen, viel Spaß mit dem Video. So, herzlich willkommen zu diesem neuen Video auf meinem Kanal. Und zwar, ja, wollen wir heute etwas, oder nicht nur heute, sondern vielleicht auch in Zukunft, je nachdem, wie es euch gefällt, etwas tun, was ich, ja, bis jetzt relativ selten gemacht habe und wenn ich es gemacht habe, nie richtig. Das letzte Mal vor mehreren Jahren. Und das ist Minecraft Survival. Wir werden jetzt aber so eine kleine Serie starten. Dazu spielen wir 1.16.3. Ich weiß, 1.16.4 ist draußen. Ich glaub, weiß nicht, ob inzwischen auch schon die 1.16.5 oder so. Keine Ahnung. Aber ich habe noch keinen Optifine-Download gespielt, weil wir spielen natürlich mit Shader. Wo haben wir denn da Shader? Und einem Ressourcenpaket, nämlich Default 3D High 1.16. Und wir spielen einfach mal ganz kurz eine neue Welt. So, wie war? Ich werde euch auf euer Feedback angewiesen. Ihr müsst mir sagen, ob euch sowas gefällt. By the way, ihr seht ja auch oben, habe ich so einen Todecounter drin. Den kann ich gleich einfach verändern. Das dauert nur mal ein paar Sekunden. Und jetzt habe ich auf München auf einmal schon 8-mal gestorben. Und ich kann auch relativ einfach resetten. Zack. Und 0. Perfekt. Ja. Und. Also die durchschnittliche Wiedergabe. Wiedergabelänge, safe. Okay, wäre natürlich schön, wenn die durchschnittliche Wiedergabelänge bei so lange wäre. Aber die durchschnittliche Videolänge wird bei, ja, 10 bis 14 Minuten immer liegen. Das ganze Projekt wird Uncut stattfinden. Erstens mal, damit ihr mich mehr auslachen könnt. Und einfach zweitens mal, finde ich, sollte Survival, also wirklich Survival-Projekt Uncut sein. Wir werden jetzt aber mal mehrere Folgen machen. Ich werde heute erst aufnehmen. Bin auch auf euer Feedback gespannt und wenn ihr es ein positives Feedback ich erhalte, dann werde ich es definitiv auch weitermachen. Mann, ich will den Hund haben. Oh, fast runtergelaufen. So, ich bin eigentlich gerade mal ein bisschen auf der Suche nach einer Höhle. Ist da vorne vielleicht eine? Ah, da vorne ist Bienen, das heißt, hier irgendwo ist auch ein Bienennest. Perfekt. Ne, aber hier ist keine Höhle, so wie mir scheint. Okay, schade. Schön über die Blätter, das ist zumindest so, wie ich gehört habe. Aua. Der geschickteste Weg. Und ja. Zack. Aber das hier ist eine Kohle. Also nicht, dass ich Kohle hätte, aber ich hätte gerne Mine, weil so Sachen wie Strip Mining oder so sind nicht wirklich so meine Freunde. Ich bin da viel zu ungeduldig für. Ah, perfekt. Dann will ich mir hier mal ein kleines Lager aufschlagen. Möglichst natürlich mit Bett und so. Aber ich meine, Bett ist ja natürlich keine Pflicht. Eigentlich kann ich. Komm, ich lasse noch mal ein bisschen was übrig. Zack. Jetzt mache ich mir eine Spitzhacke. Spitzhacke, danke schön. Das. Ach ja. Spitzhacke, so. Und sammle einfach mal ein bisschen Stein. Und ich meine, ihr seht wahrscheinlich das schon. Und zwar, wir haben Optifine. Ja, also Optifine Realistic. Heißt es so? Ich weiß nicht genau. Aber halt, dass man auch wirklich, wenn es dunkel ist, nicht ka kaum was bis gar nichts sieht. Und ja. Deswegen. Es kann teilweise ein bisschen lästig werden. Ich muss mal in den Nachbarbild gucken. Ich habe tatsächlich noch nie mit einem entsprechenden Filter gearbeitet. Wie und ob ich es nachher schaffe, dass es einfach lauter wird. Lauter, was laber ich? dass es nachher heller wird. Sodass ihr vielleicht auch was erkennt, weil. Vor allem versuche ich jetzt möglichst schnell natürlich auch eine Fackel dran zu holen. Es kann sein, dass meine Mutter teilweise mal kurz reinkommt. Dann werde ich gucken, ja, werde ich es kurz pausieren, die Aufnahme.
Die hat heute zum ersten Mal Videokonferenz und die hat keinen Plan, wie man das macht. Und ich bin natürlich der Einzige bei uns gefühlt in der Familie, der mit sowas umgehen kann. Muss hier direkt ein. Oh, geil. Ja gut, dann passe ich mir ganz kurz die Aufnahme. Tag. Vierter Tag. Ein paar. 2000 Jahre später. 3 Tage später. 1 Stunde später. 2 Stunden. 3 Uhr 28 nachts. 3 Wochen später. Viele. So, da bin ich wieder. Ich habe jetzt keine Ahnung, wie. Ja, gut, es wird schwer mit der Aufnahme dauern. Ich finde einfach, als ob ich jetzt gerade nur Eisen einfach finde und keine Kohle. Ich bin wahrscheinlich schon. Von der Anzahl von Eisen her Full Iron, bevor ich Kohle finde. Ich habe halt noch nie 1.16 gespielt. Ich bin auch mal gespannt, wie es sich dann mit dem Nether verhalten wird. Ich war nämlich nie in der 1.16 im Nether. Ich war bis jetzt immer nur 1.8. Ja, und das war's eigentlich. Halt. Doch, aber doch, ich war. Ey, ihr seht actually gerade gar nichts, tut mir leid. Zack. 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 Und da ist so nochmal Eisen. Zack. Ah, das ist halt echt gerade scheiße vom Aufnehmen. Wenn ihr nichts seht, das ist. So, jetzt habe ich immer mehr Kohle, das heißt, ich werde mir auch Fackeln machen. Und normalerweise platziere ich tatsächlich überhaupt keine Fackeln hin, aber ich glaube, in dem Fall werde ich es dann einfach so machen, dass ich halt mit Fackeln spiele, damit ihr auch was sehen könnt. Wenn ich so richtig auf die Aufnahmen rüber gucke, ich sehe so richtig, wie sich die Helligkeit. Na, wo ist meine. Ah, da. Da, perfekt. Gefunden. So. Perfekt. Dann einen Ofen. Und ich sollte mich ja auch mal nach Essen, um Essen kümmern. Kohle rein. Zack, jetzt droppe ich ja mal ein paar Kohle. Zack, das müsste jetzt auf jeden Fall erstmal reichen. So, es gibt, als ob es hier einfach keine Schweine oder so in dieser Welt gibt. Doch, da, perfekt. Das ist wahrscheinlich das einzigste Schwein, was es hier in der Umgebung gibt. Okay, gut, du hattest noch einen Bruder. Und da ich ja weiß, ich habe auf jeden Fall einen Paluten-Fan in meiner Community. Die würde sagen, Ruhe. Nein, lass Edgar in Ruhe! Dankeschön, das müsste, reicht das vielleicht maybe schon? Ja, es reicht perfekt, es reicht für ein Schild und es reicht für einen Wassereimer. Das sind die ersten Dinge, die ich mir, glaube ich, mache, die auch am sinnvollsten sind. Schild und Wassereimer. Zack. Jetzt mache ich mal hier so. So. Zack. Ich komme hier mit dir hoch, ja. Ich denke. Ach, geil, Kohle.
Nehme ich. Zack. Ich würde mal sagen, so wenn ich in der Aufnahmen-Rohdatei 14 Minuten erreicht habe, dann werde ich einfach mal das beenden. Ich weiß auch gar nicht, wie lange ich weg war, ob ich jetzt 4, 5 ja, Minuten weg war, weil die Kamera schon wieder nicht ging. Das ist halt der Nachteil. Aber, ja. Also manchmal würde ich mir echt wünschen, dass sich so meine Eltern ein bisschen mehr mit dem auskennen würden. Die haben auch keinen Plan von YouTube. Also sie wissen zwar, okay, da kann man irgendwie Videos hochladen. Und geil, das war's glaube ich schon. Ja, nice. Dann werden wir gleich weiter traveln müssen. Dann nehme ich die Fackeln alle mit. Ich dachte, jetzt ist bloß so eine riesige Hülle, aber... Ja gut. Ich meine, cool fände, ich hoffe, ich finde noch irgendwie ein paar Slimes. Weil ich finde halt Slime-Blocks sind so irgendwie so richtig... finde ich halt so richtig nice. So, vor allem zum Hochbauen, wenn man die wieder mitnehmen möchte. Einfach einen Klick und die sind abgebaut. Zack. Hier, da, 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 da und jetzt da hoch. Und schmeiße ich das Zeugs noch in den Ofen rein. Zack. Und dann würde ich eigentlich auch sagen, wenn es euch gefallen hat, dann lasst doch gerne ein Like da. Wenn du mich unterstützen möchtest, auch gerne ein Abo und keine Videos mehr zu verpassen, aktiviere doch auch gerne die Glocke, dann wirst du immer direkt benachrichtigt. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns im nächsten Video wieder. Ciao, Leute.